Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Endwalker. Und nun, in dem Körper eines anderen, müssen wir zu unserem alten Körper zurück. Darum würde ich sagen, wir legen los. Ja, hier entlang. Arsch. Schalte die da drüben aus. Ja, ich werde wohl keine andere Wahl haben. Alter, ich mache ja gar keinen Schaden. Komm schon, Mann. Ja, lang lebe das Kaiserreich für den Arsch. Wow. Geh drauf. Xis. Komm schon. Du hast dich ganz schön abgemüht. Presse. Beim nächsten Mal versteckst du dich besser. Wie ein ängstliches Mäuschen. Wie ich ihn hasse, was hatten wir? Der Legionär hat seinen letzten Atemzug getan. Ja, untersuchen. Der besessene Legionär hatte einen Frontendrang. Wenn du Schaden nimmst, kann dir nur ein Frontendrang das Leben retten. Diese Tränke findest du bei gefallenen Galeanen oder in zerstörten Magedichtmaschinen. Und noch kurz beten. Du sprichst ein stilles Gebet. Wärst du in deinem Körper, hättest du vielleicht helfen können. In diesem Auftragsabschnitt kannst du deine normalen Fähigkeiten nicht einsetzen. Gehe deshalb kämpfen möglichst aus dem Weg und rücke schnell auf Camp Splitterglas vor. Wenn du entdeckt wirst, werden sich besessene Legionäre und Magedichtmaschinen an deine Fersen heften. Letztere sind besonders gefährlich. Geil. Einmal heilen, dann ist hier irgendwie vorbei. Oh Gott. Also, nur ist das Wüste in die Maschinen, finde ich halt so Sachen wie Heiltränke ist auch schon. Kleiner Beutel, was da wahrscheinlich auch, ne? Ein verdrecktes Beutelchen, darin findest du einen Frontenbein. Ja, cool. Geil. Weg mit euch. Ja. Die Überreste eines Magedichtschnitters, also aufgrund der schweren Schäden ist er nicht mehr zu gebrauchen, aber in Handschuhfach findest du einen Frontenbein. Ja, toll. Dann habe ich schon mal zwei Tränke. Geil. Bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Diese Seele ist traurigerweise nicht mehr zu helfen. Oh nein. Nein. Oh Gott. Oh Mist. Komm schon. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Schön, dass ich weiß, wo ich hin muss, ey. Nein! Sag dir, geh weg! Alter, das ist ein Riesenteil. Ein kleiner Beutel, wahrscheinlich noch ein Trank. Aha. Durch könnte funktionieren. Nein, hat nicht funktioniert, hat nicht funktioniert, hat nicht funktioniert. Und zwar für Verwegenheit, fürs Buffing. Und go! Alter, ich will nicht sterben. Muss leben. Diese arme Seele fiel einem Besessensmorpher und ich habe einen Frontendrang. Okay. Da ist noch eine Leiche. Zerstörter Schnitter. Aber unter dem Sitz findest du eine Frontbank. Ja, cool. Was ist mit der Leiche? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Die hat nichts. War ja auch gleich. Warum sollte ich auch Glück haben? Gott. Nein, komm nicht hier.
Laufunfähiger Schnitter. Ein magischer Schnitter mit schwer beschädigten Beinen. Die Maschine ist noch warm. Mit einem Kennschlüssel und Brennstoff könnte er vielleicht gestartet und als stationäres Geschütz verwendet werden. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Was ist denn hier drin? Was? Oh, meine Kameraden. Alles klar. Nimm diesen Kennschlüssel. Er ist für den Schnitter da hinten. Das Ding kann nicht mehr laufen, aber die Waffensysteme funktionieren noch. Mit einem anderen Erzentank kann man das Ding bestimmt starten. Ah, Naja, ich habe einen Schlüssel. Cool. Jetzt brauche ich natürlich den Tank. Oh Gott. Das heißt, wieder hier zurück. Oh Gott. Seht ihr irgendwo eine Maschine? Da hinten. Das ist eine Leiche. Der kann es nicht sein. Leichen haben keinen Erzentank. Die suche ich echt gar nicht. Riskiere ich nicht. Ja. Zerstört der Schnitt. Oh, komm schon. Zerstört der Schnitter. Der könnte dabei haben. Gott. Ja, das wird heute eine lange Folge, Leute. Schon. Warum? Ich will wieder meinen eigenen Körper. Komm schon. Nichts gebraucht. Danke. Danke für nichts. So. Was haben wir hier? Ein Dankeswrack. Ja. Die Überreste eines Magitech-Schnitters. Die Steuerkonsole zeigt an, dass sich im Tank noch etwas Brennstoff befindet. Der Erz am Tank lässt sich sicher entfernen und transportieren. Toll. Geht's vielleicht noch ein bisschen umständlich daher? Oh. Oh Gott, ich komme hier nicht hoch. Moment. Oh. 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 Ah, wenigstens habe ich hier den Gegner erledigt. Ist aber ganz schön schwer. Oh, komm schon. Wenn mich jetzt was angreift, bin ich im Arsch. Gott. Er sieht mich doch 100 Pro, ey. Nein! Geh weg! Schnell! Schnell! Schnell bedanken! Nein! Bedanken! Er ist zum Glück nur auf den Boden gefallen. Wenigstens sowas. Verreckt, Mann. Ich hab hier eine Aufgabe. Okay. Und jetzt? Feuer frei. Ach, komm schon. Nee. Könnt ihr ein bisschen weniger herschicken? Absitzen, alles klar. Und vorrücken.
Alter, ja, vorrücken, haha! Weniger Gegner wäre schön. Och, komm schon, nicht zwei! Hilfe! Ich brauch Hilfe, Mann! Rette mich! Weißt du nicht, wer du bist, aber hilf mir! Bruder, hilf mir! Ja, cool. Wäre schön, wenn du mir vorher geholfen hättest. Ich bin ganz schön am Arsch. Klar, gib mir noch eine. Saftzack. Wo sind eigentlich meine Tränke? Ich hab doch noch einen. Wow! Blöder Bär! Oh, danke! Heilung ist immer schön. Ah, komm her, Alma. Und tschüss. Das heißt, ne? Oh, es werden immer mehr. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott, was ist das für ein fittes Vieh? Oh nein! Gott. Bitte drauf gehen. Aua! Nein! Steh auf! Du kannst doch kämpfen! Leute, Rettung! Gott! Gott! Versteckt! Gleich knallt. Ja genau, das ist mein Problem. Oh, ich habe kein Leben mehr, Leute. Oh fuck. Muss weiter gehen. Die Explosion kann uns bewusstlos machen. Ja, das sehe ich. Es ist alles schwarz hier. Bereit? Oh, Tasten drücken. Nein. Die Zeit, sie rennt dahin. Komm schon. Steh auf. Wenn ich kriechen muss, ich komm nach Hause. Sieben Leben. Sechs mehr, als ich brauche. Alles gut. Komm schon. Kriechen. Ich kriech doch in die richtige Richtung, oder? Es ist alles schwarz, so viel. Ich sehe fast nichts. Zum Glück haben wir alle Besessenen unter Kontrolle bekommen, ohne einen zu verlieren.
Um die wenigen Verletzten kümmern sich Arun, Senna und seine Helfer bereits. Gut, dass wir genug Seelenwächter haben. Was ist mit Iolas? Ist er wieder bei Sinn? Leider noch nicht. Auch aus Magna Glacius sind viele Besessene eingetroffen. Einige von ihnen hat es schwer erwischt. In dieser Situation müssen wir eine Entscheidung treffen, wer zuerst behandelt wird. Es kann sein, dass er erst später an die Reihe kommt. Aber keine Sorge, wir werden ihn aus Animas Kontrolle befreien. In der Zwischenzeit solltet ihr nach unserer verschwundenen Freundin suchen. Ein schöner Zeitpunkt, um einfach so unterzutauchen. Es war gleich nach dem ersten Ätherimpuls. Bestimmt verfolgt sie eine Fährte. Leider hat in dem Chaos niemand bemerkt, wo sie hingegangen ist. Sie ist spurlos verschwunden. Unsere Freundin kommt gut allein zurecht. Aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl. Seht mal, da kommt jemand. Da ist sie ja wieder. Das Rätsel wäre gelöst. Seid ihr euch sicher, dass sie es ist? Sie sieht aus wie unsere Freundin. Warum? Erkennst du sie nicht? Entweder die Ätherimpulse haben sich auf meine Wahrnehmung niedergeschlagen oder... Wo warst du denn? Wir haben uns Sorgen gemacht. Hauptsache, sie ist wieder da. Ist was passiert? Was ist denn mit dir? Wer bist du? Was sagst du? Es reicht jetzt, Xenos. Lass meine Freunde aus dem Spiel. Für mehr ist heute keine Zeit. Wir werden diese Scharade nun beenden und alle in unsere eigenen Körper zurückkehren. Entschuldigung, ich habe mich ja noch gar nicht allen vorgestellt. So viele Gäste hat man selten. Und Ungebetene noch dazu. Da musste ich euch natürlich einen gebührenden Empfang bereiten. Haben euch die besessenen Soldaten auch freundlich begrüßt? Meine kleine Ablenkung mit dem gestohlenen Erzseim hat euch hoffentlich ebenfalls gut unterhalten. Ihr habt den armen Seelen ja so aufopferungsvoll geholfen und so viel wertvolle Zeit vergeudet. Genau wie ich es mir gedacht hatte. Dank dieses Manövers wird sich mein Plan nun endlich erfüllen. Bald hat Anima genügend Äther in sich aufgenommen und dann wird die letzte aller Vorstellungen beginnen. Der älteste und stärkste aller je beschworenen Prima Ehe erwacht und die letzten Tage werden über uns hereinbrechen. Thank you.
Ich werde die Götter in ihrer Leibhaftigkeit verschlingen. Und nichts, weder deine Freunde noch ein Staubkorn dieser Welt, wird übrig bleiben. Hasse mich, inbrünstiger als je zuvor. Das Wechselspiel von Macht und Schicksal scheint dich zu begleiten. Das ist Segen und Fluch zugleich. Und vergiss dabei nie deine Gefährten. Wie oft schon wurden sie im Feuersturm deiner Taten verschlungen. Willst du diesen Weg fortsetzen? So schütze sie. Bewahre sie. Sie ist wieder bei uns. Hat er jemanden von euch verletzt? Ich lebe. Keine Sorge. Deinen Freunden geht es gut. Geht's? Ein Glück. Und danke, dass du uns gerettet hast. Willkommen zurück. Du hast ja ganz schön was erlebt. Eigentlich würde ich dir gerne eine Ruhepause gönnen, aber Van Daniels Worten nach bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Sobald du wieder einen klaren Kopf hast, werden wir darüber sprechen, wie wir den Turm von Babel stürmen. Eieieiei. Wie geht es dir? Hast du Schmerzen? Oder fühlst du dich irgendwie unwohl? Ja. Bin zwar wieder in meinem eigenen Körper, aber irgendwie ist es trotzdem ein bisschen komisch. Ich war gerade ein Kerl. Jetzt bin ich wieder eine Frau. Naja. Das wäre zwar nicht das Schlimmste, aber diese Delaforoy, die möchte ich am liebsten. Wie lange wollen sie diese Leute noch quälen? Fast alle, die aus dem Deridium zu uns gekommen sind, sind besessen. Und dann haben sie sich auch noch deinen Körper genommen. Das werde ich ihnen niemals verzeihen. Letzte Tage hin oder her. Ich werde sie aufhalten. Aha, ja, das habe ich auch vor. Nur so nebenbei. Also gut, was genau ist mit dir geschehen? Ja, das ist eine längere Geschichte. Fangen wir mal an. Ein Primae namens Anima, im Körper des toten Kaiser Varys. Das ist ja ein tolles Stück. Dann ging der Ether-Impuls, den ich gesehen habe, von Anima aus und nicht vom Turm selbst. Als du dort drin warst, hast du die Stimme des Primae aus nächster Nähe gehört. Der Turm von Babil ist also eine Art Basis der Delaforoy. Wenn das so ist, trifft sich das gut, denn ich habe etwas zu berichten. Wie einige von euch schon wissen, ist ein Angriff auf den Turm in Vorbereitung. Während ihr euch um die Zivilisten gekümmert habt, haben Dankred und der Erkundungstrupp uns mit wichtigen Erkenntnissen versorgt. In dem Turm warten Massen an Magitech-Kampfmaschinen und eine Armee von Besessenen. Alle Wege, die einst zum Kaiserpalast führten, sind zerstört.
Das macht die direkte Erstürmung des Turms durch unsere gesamten Truppen schwierig. Deswegen bilden wir zwei Gruppen, ein Ablenkungskommando und ein Sturmkommando. Das Ablenkungskommando besteht aus den kampferprobten Männern und Frauen aus Ishgard und Gridania, sowie den limsischen Handwerkern. Letztere werden eine provisorische Brücke errichten und sich dem Turm nähern, als wollten sie einen Frontalangriff beginnen. So sollten sie die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich ziehen. Dann wird das Sturmkommando, bestehend aus Elitekämpfern aus Alamigo, Uldar und dem fernen Osten, versuchen, auf einem anderen Weg den Turm zu stürmen. Hier, ich bin ein wenig herumgeschlichen und habe diese Karte angefertigt. Der rote Kreis ist das Enceladium, eine alte Magidech-Fabrik. Von da wird eine unterirdische Schienenstrecke bis in den Kaiserpalast. Damit wurden früher Soldaten befördert. Das könnte für das Sturmkommando ein Weg in den Turm sein. Allerdings verkehrt auf der Strecke eine Magidech-Bahn, die gefährlich werden könnte. Ich glaube, die Besessenen benutzen sie, um Material zur Sicherung des Turms zu transportieren. Das heißt, wir sollten besser die Bahn nehmen, anstatt die Schienen entlang zu laufen. Ich möchte, dass der Bund der Morgenröte sich dem Sturmkommando anschließt, um bei der Entscheidungsschlacht gegen die Delphoroi zu helfen. Was sagst du? Wir werden Galemald und der ganzen Welt den Frieden bringen. Ich werde die Entführung meines Körpers rächen. Bringen wir es zu Ende. Richtig. Die Gallier haben genug gelitten. Wie schnell können wir ausrücken? Wenn man von Daniel glauben kann, dass die Apokalypse der letzten Tage hereinbricht, sobald der Turm geladen ist, bleibt uns wenig Zeit. Babil ist ein Wort aus der Zeit Ammons. Es wird auf alagischen Siegeln verwendet. Es bedeutet Gottesportal. Es wird auch häufig im Zusammenhang mit Xanders Beschwörung und Nichtsgesandten benutzt. Ein neues Gottesportal und von Daniel, der von dem ältesten und stärksten aller Primae spricht. Das lässt nicht Gutes ahnen. Das gesamte Korps ist informiert und die einzelnen Gruppen treffen ihre Vorbereitungen. Trefft euch mit dem Sturmkommando. Es hat bereits einen Weg ausgekundschaftet. Ihr müsstet Lise und ihre Leute nördlich von Furum, Badens, treffen. Sehr gut, dann fehlen nur noch wir. Auf zum Treffpunkt. Dies dürfte ein ordentlicher Kampf werden. Endlich wieder im eigenen Körper. Er fühlt sich zwar noch ein bisschen fremd an, aber es wird schon gehen. Für heute war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao.